Dankeschön. So explizit ist mir noch nie das Wort übergeben worden. Vielen, vielen Dank. Das waren Ohne Rolf, die uns mit ihrer ohrenschonenden und wie ich finde höchst innovativen Art der Kommunikation heute Nachmittag noch das eine oder andere Mal zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken anregen werden. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Mein Name ist Michael Hagmann. Ich bin der Kommunikationschef hier an der EMPA und ich habe das Vergnügen, Sie heute Nachmittag durch das Programm führen zu dürfen. Wir werden zunächst 50 Jahre EMPA feiern hier in Dübendorf. 50 Jahre, eine lange Zeit. Der Bundesratsbeschluss Anfang der 60er Jahre lag dem zugrunde, uns hierher zu zügeln aus beengten Verhältnissen in Zürich. Nur zum Vergleich, was das bedeuten würde. Wenn man die EMPA heute verlegen würde, müsste man 1,5 Milliarden Franken in die Hand nehmen. Das ist ja doch eine beträchtliche Summe. Ich gehe also davon aus, dass wir in nächster Zukunft eher nicht zügeln werden und Dübendorf noch eine Weile erhalten bleiben werden. Zum Programm. Wir werden anfangen mit Gianluca Bonna, dem Direktor der EMPA. Der wird einige der Highlights der letzten 50 Jahre nochmal Revue passieren lassen. Danach folgen Grußworte von Frau Regierungsrätin Regine Eppli und dem Dübendorfer Stadtpräsident Lothar Zürien. Und danach geht es um die Rolle und den Stellenwert der Innovation in der Industrie. Darüber wird uns Herr Jörg Werner, Direktionspräsidenten von VZUG und CEO von Metallzug, erzählen. Es ist mir jetzt eine Freude, Gianluca Bonna auf die Bühne zu bitten und ich darf dir dieses Plakat weitergeben, ein äußerst nützlicher Notizzettel. Bitte, Gian. Ja, vielen Dank. Weg. Ich werde versuchen, alle Buchstaben dieser Worte zu nutzen. Ein EMPA ohne P könnte ich mir vorstellen, ein EMPA ohne das M würde etwas sehr Fundamentales fehlen, das M für die Materialien. Und in diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren des National- und Ständerates, sehr geehrte Frau Regierungsrätin Eppli, sehr geehrter Herr Regierungsrat Stocker, Regierungsräte aus der ganzen Schweiz sehe ich, sehr geehrte Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, liebe Gäste, Freunde der EMPA, liebe Mitarbeitende, bonjour très spécial aux amis de la Suisse romande, en particulier de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Un saluto particolare anche agli ospiti della Svizzera italiana. And last but not least, a warm welcome to our all international guests from material science and technology community, but as well from the industrial partners. Was ich hier über diesen Standort jetzt in meinen ersten Worten etwas zeigen möchte, ist, dass wir in diesem Glattal uns über die letzten 50 Jahre stark entwickelt haben. Und wenn ich die EMPA hier in den Vordergrund stelle, dann muss ich aber auch gleich betonen, dass auf diesem Campus, der hier in der Flugübersicht mit Rot eingezeichnet ist, die EAWAG genauso wichtig für uns ist, eine Partnerinstitution, mit der wir eng zusammenarbeiten, genauso wichtig wie die anderen Institutionen des ETH-Bereichs, die mit uns zusammenarbeiten. Und was vor 50 Jahren auf einer grünen Wiese gestartet ist, sehen Sie hier, hat heute über 1000 Mitarbeitende zwischen uns, EAWAG und den Startups verteilt, die wir hier, mit denen wir Wissenschaft, aber auch die Brücke zur Innovation, zur Wirtschaft versuchen voranzutreiben. Und was heute so aussieht, hat damals noch im Kleinen angefangen. Das ist ein Bild von der Swiss heraufgenommen am ETH-Zentrum mit diesem kleinen Teil, der damals die EMPA war, die bis 1963 an der ETH im Zentrum angegliedert war. Und man sieht gerade in diesem Bereich heute sehr viele Neubauten, die dort gemacht werden und ein Gedränge. Und damals war es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die EMPA eben stark gewachsen ist, weil man in der Infrastrukturerneuerung viele neue Dinge aufgebaut hat und deshalb wurden neue Aufgaben an sie hinangetragen. Und die neuen Aufgaben haben dazu geführt, dass es eben in der Amten EMPA, in dem ETH-Zentrum, ein ziemliches Gedränge gab, was nach vielen Diskussionen dann dazu geführt hat, dass der Bundesrat 1956 eine Botschaft an die Bundesversammlung über einen Objektkredit von
knapp 63 Millionen Schweizer Franken gegeben hat. Das war damals, um das Land zu erwerben, um die Bauten zu erstellen und auch die Geräte und Objekte aufzubauen. Und für mich erstaunlich ist, dass bereits 1958 die Bagger aufgefahren sind und bereits etwas bewirkt haben. Wenn ich heute ein Labor hier eine Baueingabe machen muss, dann geht das nicht so rasch. Wir haben irgendwie eine weitere Landessprache in der Zwischenzeit perfektioniert, nämlich die Einsprache, und die funktioniert auch hier sehr gut. Aber das Erstaunliche ist, das sehen Sie auch hier, da sind Sie heute reingekommen, Swissair Hangar mit dem Flugplatz Dübendorf, wo ich mir erhoffe, wird es in der Zukunft noch mehr Innovationen über den Innovationspark geben. Und Baubaracken haben den Anfang gemacht. Heute ist das alles überbaut, hier die größte Garage mit der Amag, die Givaudan, Imperial und vieles weitere auch da hinten mit Autobahn. Also das Gelände hat sich stark geändert, und Ende des gleichen Jahres hat man schon die erste Bauhalle hochgezogen, das Laborgebäude hinten an. 1960 bereits schon Verwaltungsgebäude, und so sah es dann schon 1962 mit einer rasanten Entwicklung spannend aus. Ich glaube, für die Leute aus Dübendorf und aus dem Glattal sind diese Bilder sicher sehr interessant, weil die Umgebung hat sich stark gewandelt, hat sich stark verändert und ist heute ein Zentrum im metropolitanen Zürich, das eine große Bedeutung hat. Deshalb, Schall war damals schon ein großes Thema. Die Heizzentrale, die wir heute versuchen, auf den neuesten Stand zu bringen, die hat für das Gelände die Wärme und die versorgt. Heute versuchen wir das mit neuen Technologien umzusetzen, um wirklich die Erfordernisse der Energieerneuerung auch lokal voranzutreiben. Ich werde am Schluss auf das noch zurückkommen, weil die Einweihung war genau vor 50 Jahren, ein paar Tage fehlen noch, damals Bundesrat Hans-Peter Tschudi. Und hier im Vordergrund sehen Sie noch eine Maschine, weil bei der Einweihung wurden gleich schon Experimente diskutiert. Experimente damals im Brückenbau, weil die Erneuerung der Infrastrukturen in der Schweiz durch Autobahnbau, durch Straßen, Tunnels, Brücken war damals sehr aktuell. Und in Andelfingen hat man 1958, das muss ich wirklich vorstellen, die Leute haben aufgebaut, Experimente vorangetrieben, das war die erste Brücke mit Spannbeton, mit neuen Technologien, und das gab dann natürlich international große Diskussionen, Kontroversen. Voraussage war, diese Brücke stürzt in 15 Jahren ein. Nun, das hat natürlich die Leute herausgefordert, experimentell, wie man hier sieht, alte Saurerlastwagen, aber auch, man hat angefangen, Messungen zu machen, Messungen, die man dann durchgeführt hat und über 55 Jahre weiter herausgezogen hat. Und was mir wirklich imponiert, die haben nicht nur Messungen gemacht, die haben es verstanden, die haben eine Formel gemacht, haben das analytisch auseinandergenommen, gesagt, die Brücke stürzt nicht ein, und die Brücke steht heute noch, wie man sieht, vollen Benutzung. Und das ist eben Teil der EMPA, prüfen, testen, Qualität, aber auch etwas aussagen, damit man die neuen Technologien wirklich auf ihre Qualität erproben kann. Damit hat sich die EMPA immer wieder hervorgetan. Und es gab natürlich hunderte von Erfolgen, und ich kann die gar nicht alle in der kurzen Zeit aufziehen. Ich mache mal einen Sprung zur Storchenbrücke bei Winterthur, die mit diesen kohlefaserverstärkten Kunststoffen, diesen CFK-Schrägseilen, als erste Brücke ausgebaut wurde. Da hatte man ja auch lange Zweifel, was dieses CFK wirklich taugt und was es kann. Und weil man Zweifel hatte, hat man natürlich auch die Messtechnik entwickelt, damals auch sehr revolutionär, faseroptische Gitter, mit der man Bewegungen kleinster Art nachvollziehen konnte. Eine Abteilung hier, eine andere Abteilung dort, die da mitgewirkt hat. Ich habe gesagt, das war damals schwierig, weil 1973 hat man erste Experimente gemacht, damals schon stark mit der Industrie verknüpft, mit BBC, weil kurz vorher hatte Lockheed,
ziemlich Schiffbruch erlitten mit der ersten CFK-Turbinenschaufeln und deshalb wollte man schauen, was man da erreichen kann. Und ich kann sagen, heute ist das Stand der Technik durch dieses, das jetzt verschiedenen Arbeiten, bei denen die EMPA im Hintergrund, aber auch mit viel Wissen beigetragen hat, ist heute das nicht nur im Flugzeugbau, nicht nur bei Turbinen, aber auch bei vorgespannten, hochfesten Betonelemente ein ganz wichtiges Element. Das hat dann aber über viele Stufen, zum Beispiel die Ariane-Rakete wurde auch hier, die Verkleidung wurde auch hier entsprechend in Zusammenarbeit mit der heutigen RUAG, damals Contravis, vorangetrieben. Und was Sie hier sehen ist, dass man das Know-how nach außen getragen hat, über eine der Startups, Carbolink, dass man das Know-how dann aber auch entsprechend einsetzen konnte in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus der Westschweiz, weil die Technologie von Alinghi wurde da entsprechend auch mitgeprägt. Wir sind dann ausgestiegen, als Alinghi in die Rechtshändel gegangen sind. Das machen heute andere. Das ist die America's Cup, ist ja heute, glaube ich, mehr eine Rechtsveranstaltung als eine Sportveranstaltung, aber das nur am Rande. Für uns ist das einfach ein Beispiel, wo das hinlaufen kann. Heute sind etwa 35 Tonnen solche CFK-Kunststoffe, die im Gebrauch sind. Heute ist das eine große Industrie. Damals waren es ein paar Kilo, ein paar Versuche und das Verständnis aufzubauen. Und so hat sich das weiterentwickelt und geht heute so weit, dass man das ja auch in dem neuesten Flugzeug von Pika mit vielen anderen Elementen auch von der EMPA nutzt. Nun, was sind die Elemente des Erfolges, wenn man das mal so Revue passieren lässt? Ich habe vorhin gesagt, ja, messen, prüfen, testen, das P, das ist schon wichtig, höchste Qualität, aber ohne mit dem alleine bringt man es nirgends hin, weil man muss die Zusammenhänge und die Prozesse verstehen, man muss daraus Extrapolationen machen können, Vorhersagen machen und eben diese Dinge umsetzen. Und was eben dann auch immer mehr gekommen ist, das Entdecken, das Erforschen, die Kreativität mit hineinbringen. Und dieser Punkt, der, sagen viele Leute, beißt sich ja mit Qualität. Und ich glaube, das stimmt nicht. Das ist eben, was die Wissenschaftler, was die Ingenieure, Physiker, Chemiker können, dass sie kreativ sein können auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Dinge gut hinterfragen, testen, prüfen. Und das erlaubt dann, glaube ich, für die Zukunft, inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeiten, weil ich glaube, an der Grenzfläche von den verschiedenen Technologien, da ist, wo Neues entstehen kann. Und heute hat die EMPA eben die Möglichkeit, solche Synergien zu nutzen und auch die zunehmend komplexer werdenden Probleme in der globalisierten Welt voranzutreiben. Weil, wenn ich heute die EMPA anschaue, dann besteht sie aus 5 Forschungsschwerpunkten. Die fangen an mit der nanostrukturierten Materialien, wo wir versuchen zu verstehen, was geht im Nanobereich ab, atomar, zellular, molekular. Aber das ist nicht nur mit Graphen, wie hier dargestellt, das geht heute auch direkt hinein, dass man biologische Prozesse in der Interaktion mit menschlichen Körpern, mit biologischen Zellen versucht zu verstehen und diese Brücke zu schlagen. Dann ein ganz großer Bereich ist die Energie und auf das werde ich nochmals zu sprechen kommen. In der Energietechnologie haben wir viele Aktivitäten, nicht erst seit Fukushima, weil solche Dinge brauchen immer eine gewisse Zeit. Ich habe vorhin mit den CFKs gezeigt, 1973 bis 1996 hat das gedauert. Diese Entwicklung, wo wir jetzt einen Weltrekord haben, hat 18 Jahre gedauert. Also man muss manchmal die Zeit haben und die Muße haben, Innovationen, an die man glaubt, wirklich zu pflegen und voranzutreiben und zu erneuern. Und natürlich ist für uns der Baubereich mit all ihren Möglichkeiten ein ganz wichtiges Thema, zusammen mit den natürlichen Ressourcen und Schadstoffen, die wir vorantreiben und pflegen. Also für mich sind diese Elemente Teil eines Ganzen, Teil, die sich auch vernetzen müssen, die sich austauschen müssen, um sich die Leute müssen sich hier an diesen verschiedenen Möglichkeiten reiben. Materialsynthese ohne analytische Methoden ist unmöglich. Materialsynthese
kann man heute durch computerunterstützte Modellierungen auch viel effizienter vorantreiben. Und schlussendlich, wenn wir mit der Industrie zusammenarbeiten, ist für uns ganz wichtig, dass wir die Sicherheit, die Zuverlässigkeit und gerade im Energiebereich auch die Nachhaltigkeit wesentlich mit berücksichtigen, gleich von Beginn weg. Ja, und das machen wir, und das ist nur jetzt im Beispiel nanostrukturierte Materialien mit einer Vielzahl von Unternehmungen. Hier ist einfach mal so eine Liste aus dem Bereich. Das ist für uns die Proof of Concept, die Leute, die uns herausfordern. Und herausfordern zum Beispiel, indem wir eben unsere Wissenschaft auch entsprechend anschauen. Wissenschaft zum Beispiel, Graphen, das ist ein heißes Thema, ultimatives Material für die neuesten Chip, ultimatives Material auch für thermische Leitfähigkeit, hat den Nobelpreis gegeben, aber kann man das mit einem Scotch Tape machen? Gibt es einen Weg, das herzustellen auf eine Art und Weise, wo man weiß, das kann man aus irgendwelchen Vorläufermolekülen synthetisieren. Ein solches Molekül kann ich synthetisieren und aus dem kann ich mit geeigneten Schritten auf ein derartiges Band kommen, das eben verschiedene Eigenschaften hat, und diese Eigenschaften möchte man nutzen. Nun, wir können das nicht alleine machen. Die Partner waren hier das Max-Planck-Institut, um überhaupt so weit zu kommen mit dieser Chemie. Und die Partner sind jetzt schon sehr frühzeitig, bevor man überhaupt weiß, wohin das geht, weil das ist noch in einer Entwicklung, die BASF als ein Beispiel für das, was wir machen. Sie mir noch ein anderes Beispiel dann erlauben, vielleicht noch als Bemerkung. Wir haben durch diese und andere Arbeiten, auch die Arbeiten in der Sicherheit, in der Zuverlässigkeit, dass diese Materialien eben mit dem menschlichen Körper keine Probleme führen, auch da zu Eingang gefunden in diesem europäischen Flagship-Projekt über Graphen, das ja als eines von zweien ausgewählt wurde vor kurzem. Das andere, wo wir schon viel näher an der Anwendung stehen, ist dünne photovoltaische Schichten, dünne Schichten im Mikronbereich, also viel dünner als ein menschliches Haar, bei denen man heute eine Effizienz hinkriegt mit diesem Kupfer, Indium, Gallium, Diselenid, von über 20%, vergleichbar mit den Effizienzen von polykristallinem Silizium oder im anderen Material auch auf einer flexiblen Schicht von 11,5%. Und um dahin zu kommen, um diese komplexen Materialsysteme zu verstehen, braucht es eben einige Schritte. Und man spricht in der Wissenschaft da von Technology Readiness Level, also wie kann man die Technologien von den fundamentalen Probleme von der Entdeckung so weit treiben, dass man wirklich eine Demonstration hat, wie Sie hier sehen, mit diesen 5x5 cm Scheiben. Und das hat gedauert, aber jetzt, wo man das hat, geht es darum, kann man das hochskalieren? Kann man so etwas herstellen wie Zeitungspapier drucken? Und drucken heißt hier Zusammenarbeit mit Firmen, hier Fliesum, und heißt Zusammenarbeit mit Investoren. Investoren in diesem Fall, die 42,5 Millionen beitragen, um überhaupt auf die nächste Ebene zu kommen, weil solche Technologien, bis sie wirklich nach außen gehen, die brauchen Investitionen. Und deshalb ist, glaube ich, das Entscheidende, dass heute die EMPA eng zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sich verankert, zusammensteht und zusammenwirkt. Und ich gebe Ihnen noch ein ganz anderes Beispiel, weil wir haben heute einen riesen Zoo von Technologien. Was ich Ihnen hier zeige, ist aus dem Bereich, wo wir uns eben um die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Leute kümmern. Was Sie hier sehen, ist eine Art Uhr, ein Armband, das zusammen mit einer Firma entwickelt wurde. Und Sie sehen hier eine Art Prototyp. Was da drin steckt, ist ein Drucksensor, der auf Fasern besteht, die peer-rezessiv sind. Und mit dem kann man eigentlich den Blutdruck online messen, ohne dass man gewisse schwere Geräte mit sich rumschleppt. Eigentlich im Alltag kann die Leute viel besser überwachen. Das sind einfach zwei kleine Beispiele, die dann häufig auch dazu führen, dass es mittlerweile um die EMPA herum ein ganzes Planetarium von Trabanten gibt, Startups und Spin-offs, das ist nur eine Auswahl hier,
die mittlerweile diese Technologien nach außen tragen, die einen erfolgreicher, die anderen weniger, aber das gehört sich in diesem Business. Es geht eigentlich darum, dass man aus diesen Erkenntnissen, die man aus der Wissenschaft herausholt, Technologien über Startups oder direkten Transfer in die Wirtschaft hinausbringt, um Arbeitsplätze zu generieren, um das auszunutzen. Und wenn ich heute auf die EMPA schaue, dann ist auf diesem Bild, und da nenne ich die ganze EMPA an den drei Standorten, dann haben wir circa 30 wissenschaftliche Labors mit etwa 1000 Mitarbeitern. Ich würde sogar sagen, für die technisch-wissenschaftliche Welt einen überdurchschnittlichen Frauenanteil, obwohl man das ja immer wieder verbessern sollte und kann. Die Stärke kommt daher, dass wir mit den ETHs und den Unis gut vernetzt und verwoben sind durch die Professuren, die an unserem Standort ihre Forschung machen, die aber die Lehre an den Universitäten machen, dass wir Master und Lehrlinge haben und Bachelor und eigentlich den Austausch vorantreiben. Dass wir eben nicht nur Publikationen machen, die sind ganz wichtig, das ist das Fundament, die Wissenschaft, dass wir aber versuchen, durch unsere verschiedenen Kanäle den Transfer und die Services über nach außen zu bringen. Oder wenn ich es plakativ in einem neudeutschen Satz sagen darf, wir möchten the place where innovation starts sein und wir möchten das in die Zukunft so hinaustragen. Damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.